Da können wir mal gucken. Kevin Rohde. Das könnte einer sein, der jetzt die Chance bekommt. Weil Jung kann nicht. Und Dominik Jordan hat gespielt wie eine Schaufensterpuppe. Nicht zu sehen. Hat zwar wahrscheinlich schön ausgeschaut, die ganze Zeit über. Aber er war nicht zu sehen. Daniel Fran, Elfmeter. Das war das entscheidende Tor. Rico Morak. Kunststück, 8 Minuten. Zweimal gelb kassiert. Mit 10 Mann unterwegs. Und wir haben es dann trotzdem ihm kaum geschafft, die unter Druck zu setzen. Aber es ist halt wichtig, dass die da... Jetzt wollte ich gerade die Noten noch gucken. Dass die Punkte gemacht haben. Hier sehen wir es. Fran mit der 3. Rode 2,5. Auch Schiffner war wieder gut. Ne, den kann man auch ins Blickfeld nehmen. Für die Position ist natürlich noch viel zu jung und natürlich auch noch 10 Punkte ungefähr schlechter als der Rode. Anton Päfsner hat verlängert bei Inter. Aber was will ich mit so einem, mit einer 57? Also das ist ein typisches Beispiel davon, wie man sein Talent eben nicht nutzt oder vom Verein eben nicht nutzbar machen lässt. Erste Mannschaft. Ja, hier, guck. Guckt euch das an. Steffen Lang, Gnabry, Timo Werner, Jordan Schwegler, um Himmels Willen. Also was eine Leistung das war. Furchtbar. So, wir setzen das, glaube ich, mal so um. Nehmen wir den raus. Die Reserve, mal gucken, wann... Das kann ich, glaube ich, hier gar nicht sehen. Es sind nur noch 4. Es sind 4, weil... Oh, der Heidenauer SV. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Im Leben nicht dran geglaubt. Tabellen 15. Da ein Saisonsieg ist. 4-mal unentschieden. Vorher 3-mal unentschieden gespielt. 7 Punkte haben die. Und die schaffen es hier gegen Magdeburg mit 2-2. Also das ist großartig. 25. Spieltag. Vielleicht ist das der Knackpunkt für den ersten FCM, dass die eben jetzt federn lassen. Leider Gottes spielen die jetzt eben die nächste Graupenmannschaft gegen Wolfsburg. Uzi Lupo Martini. Und das zu Hause. Nee, das wird nichts. Also wir müssen gegen Unions Zweite spielen. Die 10 Punkte Rückstand haben wir auch verloren jetzt gerade und ganz deutlich verloren hier. 7-1 gegen Erfurt. Das können wir, müssen wir nutzen. Fran. Das ist eine super Quote. 23 Spiele, 23 Tore. Ja, so ein Ding wie ein Elfmeter dann machen, ne? Das ist dann auch eine Frage der Erfahrung und einfach der Abgezocktheit. Vielleicht hätte ein junger Spieler den nicht gemacht, nicht verwandelt. Und dann geht das Spiel 0-0 aus oder eben verloren, je nachdem wie das dann weiterläuft. Klare Sache, dass wir den jetzt hier hochziehen. Die erste Mannschaft verschieben. Zumindest mal fürs nächste Spiel. So, bis zum 28. Dann muss eben dann nur auf der Position hier... Ich hoffe, die können das irgendwie kompensieren, dass der Sefian jetzt da spielt. Oder was habe ich in der Jugend noch? An Rechtsverteidigern. Da brauchen wir gar nicht zu gucken. Lukas Nagel. So, Aktion. Den Vertrag muss ich machen, ne? Den Kader berufen. Zweite Mannschaft dann für eine Woche. Dann müsste das ja auch dann gut sein, ne? Dann kann er das Spiel machen für Rode auf der Seite. Ist deutlich besser, als wenn wir Sefian da spielen lassen. Da das halt eher nicht eintrainiert hat. So, Lukas Nagel. Debüt auf jeden Fall. Ist ja auch ein Abonnent. Klar, wie alle hier oder kaum oder fast alle. In der Jugend mittlerweile. Also es gefällt mir auch sehr gut, wie der Siemens das angenommen hat. Auch ganz stark von der Form her, von der Moral her, neben Flücke da. Also das funktioniert. Unser Sorgenkind ist das hier. So, den Jordan lasse ich jetzt mal hier. Dann nehmen wir Sama wieder runter. So, Kevin Rohde mit einer 72, das passt auf jeden Fall. Steffen Lang, ja, muss ich ja leider Gottes stehen lassen, da habe ich nicht die Möglichkeit, ne? Ich könnte jetzt Schiffner auch noch hinstellen, aber Gott, das ist Bayern. Der Schiffner hat 61, ne? Der wird abgefrühstückt von denen. Und das will ich nicht, das kann ich nicht verantworten. So, Thies der Lange, der soll mal sich um Liverpool kümmern. Mannschaft beobachten. Ist doch wahrscheinlich jetzt ein bisschen kurzfristig, aber wir lassen den das mal machen. Das ist natürlich eine Mannschaft, wo man eigentlich im Prinzip alles kennt, auch wenn das jetzt nicht gescoutet ist. Erste Mannschaft, das ist für uns wichtig, dass wir das zumindest ein bisschen wissen. Aber wir sind halt auch schon in der vierten Saison, da kann sich viel verschieben, wenn ein Jugendspieler hochkommt, je nachdem, wo wir nichts drüber wissen. So, ich glaube, das können wir erstmal so stehen lassen, ein paar Tage vorgehen, mal gucken, was da passiert noch. Aber, also, das war echt schockierend. Und du hockst dann hier und hast keine Ahnung, was du machen sollst. Wird es gegen den FC Bayern jetzt heiß hergehen? Wo soll ich das wissen? Natürlich wollen wir dem Tabellenführer noch die Meisterschaft vermiesen. Das ist ein schöner Spruch.
kühlen Kopf bewahren, klingt so ein bisschen nach Alibi-Vorbereitung. Überbewerten, wir werden 100% geben. Ja, Meisterschaft vermiesen, ne? Fanbeliebter plus 5, vielleicht auch, ja, Moral plus, ah, ja, klasse. Zumindest, haben wir da auch noch was rausgezogen. A-Junioren haben gewonnen, habe ich gesehen. Anthony Martial hat jetzt auch seinen Vertrag bei Monaco mal nicht verlängert, wenn er noch da ist. Hat der 1. FC Nürnberg die Chance auf den Klassenerhalt? In der Wirklichkeit muss man sagen, leider nein. Da ist es nämlich eben dieser 17. Platz geworden am Ende. Für mich war es positiv, ne, als Hamburg-Fan, dass die zumindest Relegation spielen dürfen. Da muss ich mich dann nochmal bedanken bei Schalke und natürlich auf der anderen Seite bei Hoffenheim, die gegen Braunschweig gewonnen haben. Da fiel es ihm nicht mehr ins Gewicht, dass Hamburg auch gegen Mainz 0 Punkte mit nach Hause gebracht hat. Und das wird jetzt, glaube ich, sein am Donnerstagabend, das Hinspiel in Hamburg wahrscheinlich, ne, ist ja eigentlich schon durch jetzt gegen Fürth. Und dann, ich glaube, das ist der Sonntag. Samstag und ich glaube Sonntag müsste es sein, dann das Rückspiel in Fürth. Ja, es sind Minimum 180 Minuten, wo man da wirklich noch alles raushauen kann. Ich hoffe einfach, dass Lasogga spielen kann. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel an Einsatz. Und genau das ist das, was ich bei Hamburg momentan bemängel, was ich auch nicht verstehen kann. Wenn Raphael van der Vaart, gut, er hat jetzt gestern nicht schlecht gespielt, aber auch Einsatz dahinter auf jeden Fall engagiert gewesen. Aber ein Lasogga, der das erste Jahr in Hamburg spielt, ausgeliehen ist, wo er noch nicht mal weiß, wo er nächstes Jahr ist. Wenn der wirklich mit so einem Elan auf dem Platz steht und permanent nach jeder Hamburger Möglichkeit die Fans anheizt, da muss ich mich doch fragen, warum kann das einer, der Anfang 20 ist, warum kann der das und warum schafft ein Van der Vaart das nicht mal, ne? Fans anheizen ist eine andere Sache, normalerweise, ja, er ist halt kein Führungsspieler in dem Sinne. Die Mannschaftsführung muss jemand anders übernehmen. Aber das zeigt mir doch auch irgendwo, dass der da irgendwas verpasst, der Holländer. Also wenn das andere schon übernehmen müssen. Aber na gut, es ist nicht zu ändern. Ich werde ihn jetzt auch nicht weiterhin kritisieren, weil die Meinung dazu, die habe ich ja abgegeben. Also für mich war es damals viel Geld für wenig Ertrag. Und deswegen bin ich einfach so begeistert von Typen wie Lasogga, ne, die sich immer reinhängen. Und ganz egal, was da passiert, ob jetzt da das Fräulein weg ist, was weiß ich, ob da sonst irgendwas passiert ist. Du musst einfach Profi sein, da musst du dich trotzdem reinhängen. Und das macht der Van der Vaart meiner Meinung nach eben nicht immer konsequent. Und Lasogga zeigt eben, dass es wirklich auch anders geht. So, kleiner Exkurs in die Hamburger Seele. Hier haben 27. Spieltag jetzt die Partien Schalke gegen Leverkusen, nehmen sich Punkte weg. Dürfen da nicht auf Goretzka vertrauen. Bei uns fehlt Jung, haben wir gesehen. Wir haben noch nicht verloren gegen die Bayern, ne? Noch nicht verloren. Das ist das Einzige, was mich gerade momentan positiv stimmt. Dann haben wir noch Frankfurt gegen Bremen, wo Alex Meyer nicht mitmachen kann. Tja, das wird jetzt, glaube ich, alles steuern, dieses Spiel hier. Weil wenn wir das verkacken, dann ist es eben nicht mehr weit mit dem Weg nach unten. Ne, weil die da auch jetzt alle kommen. Hier sehen wir das nochmal. Gladbach, Hannover, Stuttgart ist auch noch da. Und dann bist du auf der 11, wenn es blöd läuft. Nach den nächsten beiden Bundesligaspieltagen. Und wenn da natürlich dann noch die Geschichte dabei kommt, wie ein Pokal aus gegen Bayern, wo man auch immer mit rechnen muss, ein europäisches aus, das kommt dann alles zusammen und je nachdem, wie nervös der Vorstand ist, ja, ich will gar nicht drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir konnten noch irgendwas bauen. Infrastruktur, Vereinslehrgangsgelände, was wollte ich? Ich wollte irgendwas. Das hier machen wir noch, Jugend, Level 7. Ja, ich bin ja mal ganz gerne dabei, aber ich glaube, wir machen nochmal den Bauhof. Boah, ist das Ding teuer, ne? Na, das sind 3% und dafür 2 Millionen auszugeben? Nee, komm auf. Das hier geht nicht, da müssen wir das jetzt ausbauen. 4 Mille. Boah, ist auch heftig. Was geht hier? Nee, da brauchen wir das Trainingszentrum für. Also da hängt es dran. Also die medizinische Abteilung können wir machen. Verletzungszeiten sind auch nur 2%. Das kostet auch 2 Millionen. Wellnesszentrum vielleicht auch. Verletzungszeiten, 18% weniger Verletzung, vielleicht das. Es ist alles teuer, ne? Es ist jetzt hier gerade eine Frage gewesen,
Und in 4 Tagen ist hier die Fanartikelproduktion dann fertig und dann gucken wir mal, was wir renovieren müssen können. Dass wir das auch in die Bühne bekommen. Wer ist er denn? Timothy Rombley bei Ajax. 3 Tore von Münch. Klasse Leistung. So, da können wir auch mal gucken, was die für uns haben. Ein Torwart-Trikot vielleicht? Nee. Duschgel-Duschwang, Fanbrille, Thermometer. So ein Scheiß braucht doch kein Mensch. Mal ganz ehrlich. Die paar Pfennige, die du dafür verdienen kannst. Ja, Münch, 3 Tore gemacht und dann erstmal sofort hier ein Trainingsziel erreicht. So musste sein. Sehr, sehr engagiert. Marc Helser. Ja, auch ein ganz guter Kerl, ne? 54er, 58er Fähigkeiten, 16. Kann man auch nicht meckern. Armin Dienstbach, der erst 14 ist. Ach, der hat noch gar keine Trainingsziele hier. Flanken, denke ich, Schnelligkeit macht Sinn. Dribbling ist auch okay. Ausdauer natürlich. So. Da es Jugend ist, lasse ich das alles stehen auf plus 5, ist klar. So, der Tolisso hat auch verlängert. Soll er doch, hat eine 50. Kevin Wimmer bei Sturm Graz verlängert. Ja, ich glaube, der hätte noch irgendwie für uns funktionieren können. Auslaufender Vertrag vielleicht. Jetzt nicht mehr. Teamdynamik steigt sogar noch. 331 steht hier. Trotz so einer Klatsche. Das ist echt böse. Das ist echt ganz böse. Topform ist Quatsch. Sama. Afdichai. Schwegler. Ja. Wir gucken gerade mal drauf auf die ganze Sache. Wir haben hier 4 Innenverteidiger. Das ist okay. Also da sollten wir jetzt nicht hier einen vollen Schnellschuss machen, ihn dann abgeben. Aber bei Schwegler habe ich ja gesagt. Und ich glaube Thomas, der gute Thomas hatte mir das damals schon gesagt, als ich ihn verpflichtet habe, dass Schwegler im Fußballmanager bei ihm noch nie irgendwas gerissen hätte. Und ich glaube, das ist wirklich wahr. So, zum Verkauf. Also da brauche ich dann wirklich nicht mehr. Also 2,5 ist okay. Ich weiß nicht, was wir bezahlt haben. 2,8 oder sowas. Ja, das ist dann einfach einkalkuliert. 1,5, ab da hören wir uns das an. So gut ja auch die Werte hier sind. Aber das kann echt nicht wahr sein. Gucken wir mal, ob irgendwas dabei ist. Vielleicht die Hertha. Die Hertha eventuell, ne? Dann würde er in der Liga bleiben. Wir können gerade mal auf die Laien gucken. Bei Weihrauch, ne? Das war ja super, was er gemacht hat. 4 Millionen haben die Kaufoption. Ich hoffe mal nicht, dass die es ziehen. 17 Spiele, 10 Tore, das ist klasse von ihm. Das ist Ende April, wo das entschieden wird, was passiert mit den Laien. Also da müssen wir noch einen Monat warten. Aber ja, die Tendenz geht natürlich auch da irgendwo hin, dass wir dann vielleicht mit Soriano nicht mehr weiter planen. Zweite Mannschaft. Dann lieber habe ich dann Daniel Ferran, den ich immer hochziehen kann. Der in der zweiten Mannschaft hilft, ne? Und wenn es dann halt Bedarf gibt, dass man ihn hochzieht. Wir haben noch Jormas, ne? Der muss nächstes Jahr auch mal ausgeliehen werden. Auf jeden Fall. Das kann ich aber nicht jetzt machen, glaube ich. Nee. Das geht dann erst wieder ab 1.7. Damit er zum Spielen kommt. Ja, ist nicht so einfach. Ganz ehrlich, nicht so einfach. Die ganze Geschichte. So, ich sollte euch 2 Mannschaften zeigen. Aus der, ich suche jetzt einfach mal Regionalliga Nord, irgendwo da, VfB Lübeck. Hab mir den Namen nicht aufgeschrieben, wer den Mannschaft sehen wollte. Felix Weber, 21. Mit einer 70 wieder angegeben. Aktion, Spieler scouten. Ja, kann man ja mal machen. Was haben sie denn sonst noch? Hier ist noch einer. Kenny Seif, ein Israeli. Können wir auch mal machen. Ansonsten, ich kenne da keinen Spieler. Muss mal selber gucken, ob da Bekannte bei sind. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die überhaupt für den Namen richtig sind. Ich glaube zwar schon, dass es Originalnamen sein müssten. Aber will der eben nichts Falsches sagen. So, das war das. Und dann gucken wir nach Italien. Zu der Mannschaft, die ja, noch gar nicht so lange alter Zeit ja, mit José Mourinho da die Champions League gewonnen hat 2010. Die Bayern-Fans werden mir verzeihen, wenn ich das erwähne. Mateo Kovacic ist da der Beste mit einer 80. Ja, die stehen hier auf, was ist denn für ein Platz? Oh, Platz 9. Nur Platz 9 in der Serie A. Team sieht so aus. Handanovic, Nakatomo, Ranocchia. Das sind alles noch bekannte Spieler. Sven Bender ist da. Sven Bender, der Ex-Dortmunder, der spielt jetzt hier bei Inter.
Ja, es führt so ein bisschen die Geschichte fort. Damals, ich glaube, Andi Brehme und Lothar Matthäus, die ja bei Inter gespielt haben. Ich glaube, Jürgen Klinsmann auch. Und die haben sogar noch Odysseas Vlachodimos geholt als Keeper. Der aber keine Chance hat, logischerweise, gegen Handanovic, der 31 ist jetzt, der kann auch noch 3-4 Jahre spielen. Also da ist die Hoffnung nicht allzu groß. Riesenkader, Alter! Da kannst du ja 3 Mannschaften draus machen. Und dafür keine zweite. Ja gut, das macht Sinn dann. Ne? Dann die ganzen Spieler hier, wenn man die mal abziehen würde, dann passt es wieder irgendwo. Oh je. Sean Parker, wir gucken uns wieder ein paar Spieler an, wie wir das jetzt auch gewohnt sind in den letzten Folgen. Ja, bei Mainz ist er immer noch. Und da auch Stammspieler, 25 Spieler, 11 Tore. Stichwort Mainz, ne? Da hört jetzt Thomas Tuchel auf. Ganz überraschend eigentlich. Also für uns überraschend, für Mainz anscheinend nicht. Der hat schon vor ein paar Wochen da Bescheid gegeben, dass er 2014, 2015 eben nicht Mainz-Trainer sein möchte. Warum auch immer. Ich meine, ich kann das jetzt nicht unbedingt so nachvollziehen vom Sportlichen her. Weiß natürlich nicht, was da sonst privat und so los ist. Aber der spielt ja nächstes Jahr Europa League mit der Mannschaft. Der hat sich da wirklich was aufgebaut. Mainz ist Europapokal-Teilnehmer. Aber ja, ja gut, vielleicht erfahren wir noch was über die Gründe, was es auch immer gewesen sein mag. Vielleicht irgendwo anders trainieren wollen, aber ganz ehrlich, da wäre ich doch lieber in Mainz geblieben und hätte das genossen mit Europa. Ne? Aber es ist halt auch gefährlich. Freiburg hat es gezeigt, Frankfurt hat es gezeigt, dass dann so eine Saison nochmal schnell in der Bundesliga im Eimer sein kann. Ne? Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo dann vielleicht auch ein Tuchel entlassen wird, weil es einfach in der Bundesliga nicht funktioniert. Vielleicht will er eben das vermeiden. Möglicherweise. So, nächster Mann. Ahmed Musa. Ich hoffe, ich finde den hier. Da war doch, glaube ich, einer. Genau. Ja, von ZSKA Moskau. Rechts außen. Kann auch theoretisch links außen. 23. Hat keine Frische. Ich denke mal, der ist komplett überspielt. Gott, ey, wenn das bei uns so aussähe, da würde ich mir Gedanken machen. Die spielen da anscheinend. Was machen die da in Russland? Oder ist die Saison im Moment nicht unterwegs? Im März. Vielleicht fängt die erst wieder an. Die haben ja so ein... Ach nee, ich glaube, die haben es angepasst, oder? An Europa, an Rest Europa, dass die auch jetzt im normalen Kalenderjahr spielen. Dann weiß ich nicht, was da los ist. Ja, ist ein ganz, ganz netter Außenspieler. Ist natürlich auch sehr teuer, das ist es eben. Jetzt muss ich gucken. Der Name ist eine Katastrophe. Athanasiadis, um Gottes Willen. Ich hoffe, wir finden das. Stefanos Athanasiadis von PAOK Thessaloniki. 27 ist ein Stürmer. Wer hat sich denn den Namen ausgedacht? Übel, übel. 1,8 Mille, 600.000 Gehalt, 27 Verfügungsqualität, 5 von 10 nur. Kann man jetzt nur mutmaßen. Also Stärken auf jeden Fall beim Torriecher, bei der Schusskraft und bei der Kopfballpräzision. 1,85 Strafraumstürmer, der ehrgeizig ist, der vereinstreu ist. Hm, ja, weiß nicht, was ist das hier? Laie? Ja, okay. Das lasse ich mir dann eingeben. Läuft bis 2020. Kann natürlich nur Griechisch. Das wäre klasse gewesen, wenn wir Papa noch hätten. Na, dann hättet ihr einen gehabt. Zum Quasseln. So, ich glaube, weiß ich nicht. Den Rest mache ich das noch. Machen wir noch. Quaschner. Ich glaube, den gibt's hier nicht. Da habe ich öfter das Problem. Mit österreichischen Spielern. Teilweise, wenn das dann Mannschaften sind, die in der 2. Liga oder so unterwegs sind mit Spielern, dass er die nicht findet, weil wir das nicht simuliert haben. Wenn es ein kleiner Verein aus der 2. Liga dann ist, dann ist es leider klar. Machen wir beim nächsten weiter. Gareth Bale, Real Madrid, der walisische Nationalspieler, 26 mittlerweile, 12 Millionen verdient er, 37,3 Millionen ist er selbst noch wert. Ja, hat seine Stärken natürlich beim Antritt, bei der Schnelligkeit, wie auch in der Wirklichkeit, aber ich glaube, der Mann hat auch keine Schwäche. Der hat hier Werte drin, 69, 68, 63, das sind die drei Schwächsten. Aber ich sag euch ganz ehrlich, die haben nichts, keine Bewandtnis dafür, ihn als Spieler. Das Konstanz ist wahnsinnig gut, 79. Also selbst das hier, das ist sehr hoch. Aggressivität braucht er nicht. Reaktion, Ruhe, das ist auch nahe der 70, also das ist überhaupt kein Thema. Und die Elfmeter 62, na gut. 7 von 10 Führungsqualität. Tja, Real Madrid. Das ist natürlich klar, ne? Da spielen nur die Besten. Hätte ich auch mal irgendwie Bock, so eine Mannschaft zu trainieren, aber es ist halt wirklich sau langweilig. Das ist wirklich sau langweilig, weil im Prinzip eigentlich klar ist, was du machst.
du gewinnst alles. Also das würde ich natürlich niemals als Let's Play dann irgendwie bringen, aber so für mich selber, wenn ich denn Zeit hätte, würde ich das mal ganz gerne spielen. Einfach so eine, ja, Top-Mannschaft einfach mal zu übernehmen mit 200 Millionen Transferbudget im Sommer. Das hätte was. So, Drimmitsch gucken wir noch. Und dann ist es das für heute auf jeden Fall bei Nürnberg. Bin mal gespannt, wo er jetzt in der Wirklichkeit hinwechseln wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit Nürnberg dann in die zweite Liga wandert. Mit, ich glaube, 15 oder 17 Saisontoren, die er da gemacht hat. 10 Spiele, 3 Tore hier. Hat deutlich abgebaut. Natürlich auch von der Moral, vom Selbstvertrauen nicht wirklich weitergekommen. Ja, Torrichter ist klasse. Kopfballpräzision ist auch klasse, 1,84. Tja. Wenn die absteigen, ne? Wenn die absteigen, hat er eine Klausel? Nee. Hat keine Klausel drin. So, die Bayern, die wir jetzt haben. Zweite Mannschaft ist auf 700. Und die erste ist zurzeit, ja, 112 Punkte besser. Wie stelle ich jetzt auf? Ich habe eben diese Position, Gnabry habe ich hier sitzen. Feroz. Dann müssen wir das wieder wechseln. Und das wird Pausen nicht unbedingt gefallen, aber ich habe leider keine andere Möglichkeit. Wir beginnen auch, glaube ich, hier mit Waldschmidt. Vorne im Sturm. Aber ich muss Timo mitnehmen. Hat keinen Sinn, wenn ich jetzt die Soriano draufpacke. Stendera, was ist mit Avdic? Hat eine Achterform. Machen wir das mal so. Matuschka wäre auch schön, wenn er sich mal fangen würde. Das wäre wirklich klasse. Sierra hat eine 12er-Form. Der spielt dann auch heute für Kempf. Ja, den Rest können wir nicht ändern. Jonas, klar, dass er drinstehen bleiben muss. Rode mit seinem Debüt. Glaube ich zumindest, dass wir den noch nicht haben spielen lassen. In der Bundesliga bis jetzt. Ja, jetzt müssen wir hier gucken. Ich will eigentlich auch gar nicht rumhampeln. Wir spielen zumindest zu Hause. Siegprämie. Also wenn sie das schaffen, 10.000 ist gebongt. 50%. Ja, 65 vielleicht ein bisschen viel. 60 und die Absatzfalle lasse ich auch stehen. Lange Abstöße. Ja, vom Einsatz her 94. Ansonsten, ja, hier ist logisch, ne? Wir können es da nicht leisten, eben nur über eine Seite zu gehen. Obwohl es halt schon Sinn machen würde, weil hier ist sehr viel Betrieb in der Mitte. Aber obwohl die weiter vorne rumrennen, ich lasse es so. Das hat uns wahrscheinlich gegen Wolfsburg auch nicht unbedingt geholfen. Dass wir da so limitiert agiert haben und versucht haben, über die Flügel außen zu gehen. Das wird wahnsinnig schwer werden, das hier zu kontrollieren. Groß und Mandzukic. Dann haben die Alaba vorne, nicht hinten. Götze, Müller und hinten natürlich auch die Top-Innenverteidigung plus Außenverteidiger und Ter Stegen in der Kiste mit einer 82. Also im Prinzip ist uns allen klar, wie wir das hier machen. Wir versuchen vorne was zu erreichen, aber bitte nicht wundern, wenn das hier mit 0 Punkten ausgehen würde. Dafür sind die einfach momentan auch zu konstant und das Selbstvertrauen ist da, was bei uns total fehlt. Und wir haben jetzt dreimal roter Punkt in den nächsten 4 Partien. Das sind anderthalb Wochen. 4 Spiele. Das wird nochmal richtig an die Substanz gehen. An die Frische. Und wenn man sich die Form anguckt, dann kann einem Angst und Bange werden. Aber wir werden uns da nicht verstecken oder sonst irgendwas machen. Sondern wir gehen offensiv ins Spiel rein. Es kann ja im Prinzip nur für uns zum Gewinn werden. Alles klar, bis gleich.